Hallo zusammen, es ist gar nicht mehr lange hin. Ende Juli, da findet in Berlin wieder das große Game Duel Skat Masters Live-Turnier statt. Das ist eins meiner Lieblingsturniere, logischerweise, denn nicht nur werden da satte Preisgelder ausgeschüttet, 125.000 Euro insgesamt, wovon der Sieger alleine 25.000 Euro bekommt, sondern es gibt ja auch die einmalige Chance, Skat mal im Fernsehen zu spielen, im Fernsehstudio. Diese Chance konnte ich schon dreimal ergreifen und das ist so genial. Das will ich auf jeden Fall wieder versuchen. Deswegen muss ich mich jetzt natürlich erstmal durch die anstrengende Qualifikation durchbeißen. Ellbogen ausfahren und ab geht die wilde Fahrt, denn es sind natürlich ganz viele Spieler genauso daran interessiert, wie ich es bin. Dafür ist das Turnier einfach viel zu attraktiv. Letztes Video hab ich euch gezeigt, wie ich das 40. Qualifikationsturnier angefangen habe. Das lief tatsächlich Anfang Mai. Und weil es so gut loslief, habe ich ja versprochen, dass ich euch da nochmal zeigen möchte, wie es dann weitergeht. Im vierten Päckchen, das können wir hier sehen, habe ich wieder zugeschlagen, 122 Punkte, habe jetzt also nach vier Päckchen schon 660 Punkte liegen. Und da steigen wir jetzt mal ein und schauen, ob es das Skat-Schicksal weiterhin gut mit mir gemeint hat. Erstmal, das ist natürlich klar, wenn du so gut aus den Startlöchern rausgekommen bist, dann hast du irgendwie so ein bisschen den Lauf, dann hast du das gute Gefühl, das Selbstbewusstsein und dann freust du dich natürlich auch über so eine Karte, die du gleich mindestens mal bis 24 reizen willst, wenn nicht 36 oder 48. Aber die gute Nachricht ist auch gleich, es ist gar nicht nötig. Ich komme hier für 20 schon ran, schau in den Skat, habe natürlich ein bisschen geträumt, aber dass so gut drin liegt, Pik Ass und Herz Ass, das habe ich natürlich doch nicht unbedingt erwartet. Jetzt kann ich locker 7 Augen in Karo drücken und habe einen Weltklasse-Grang. Naja, mit einer ganz kleinen Option sogar Schneider Schwarz zu spielen, wenn die Buben verteilt sind. Und ansonsten immer noch eine gute Schneiderchance. So, Karo stechen wir, 20 Augen, Bube wird gezogen, okay, war ehrlich gesagt auch nicht anders zu erwarten. Mittelhand, der hier die 18 geboten hat, hat beide Buben dagegen. Schneider Schwarz wird es also nicht. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir das Spiel gewinnen. Aber dafür habe ich ja in der Beikarte genug Futter. So, Herz König steht auch noch zu dritt. Kreuz Ass läuft dafür mit beiden Bildern jetzt. Und mir kann eigentlich nichts passieren. Es sind ja nur noch drei Karos draußen. Ich kann jetzt also, wenn Karo hinterherkommt, noch genug abschmeißen. Er hat aber gar kein Karo mehr oder er spielt es nicht. Und das bedeutet, das Spiel wird Schneider. 12 Augen, es liegen jetzt gleich am Ende noch den Herz König Stich. Das bedeutet, es hat wieder geklingelt in der Kasse. 122 Punkte wird mir dieser Grang jetzt bringen. 72 Punkte für das Spiel und 50 Punkte, weil ich es gewonnen habe. So, da haben wir wieder einen Ansatz. Gut, wir sind in Mittelhand, uns fehlen auch in Karo die Vollen, aber wir haben auch 5 Trumpf mit zwei Seitenassen und einer 10 zu dritt. Die Beikarte sieht also einigermaßen sauber aus. Nur in Pik eine kleine Baustelle. Also bis 27 versuche ich das mal. Ja, ich sicher, Chancen und Risiken gehen hier Hand in Hand. Mehr als 27 kann ich dann aber wirklich nicht vertreten. Dann muss ich eben mal schauen, was Vorhand zu bieten hat. Ja, Kreuz Hand wird gespielt. Okay. Den ersten Buben kann ich leicht übernehmen. Und dann auf den langen Weg natürlich erstmal die kurze Farbe. Auch wenn es das blanke Ass ist. Und jetzt mal hoffen, dass entweder ich meinen Partner anspielen kann, um noch mit dem Kreuz Ass in Szene zu kommen. Das hat aber nicht geklappt. Oder dass vielleicht mein Partner gleich noch mit der Herz 10 fortsetzen kann und ich dahinter sitze. Hab mich hier schon bereit gemacht zu wimmeln, aber leider hat die Herz 10 der Alleinspieler und stechen kann ich jetzt nicht mehr. Trumpf 10 auch natürlich. Eine Karte, die mir dann sagt, in Trumpf werden wir nicht mehr viel machen. Das sieht also jetzt nicht so aus, dass wir hier groß was bestellen können. Okay, über 40, Mitte 40, wenn jetzt Pik Ass noch zu uns kommt, aber das kann natürlich an sich nicht sein. Pik Ass ist im Stock und damit gewinnt der Alleinspieler locker sein Kreuzhand. Einen Versuch gibt es jetzt noch in diesem Päckchen. Und naja, Vorhand, zwei Asse, zwei Zehner, ein Bube, Mittelhand gleich gepasst. Okay, also 18 halte ich. 20 und 2 werde ich auch noch halten.
Aber ich komme sogar schon für 18 ran. Uiuiui, jetzt wird es einem natürlich dann manchmal auch ein bisschen heiß mit der eigenen Courage. Was wird es bringen? Ja, irgendwie habe ich es befürchtet. Diesmal schon Kost, Herz 8 und 9 gefunden. Das macht es natürlich leicht, jetzt das Spiel zu drücken. Pik 9 und Dame kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Die gehören in den Skat. Aber ich habe jetzt nur 4 Trümpfe. Auch nicht gerade die stärksten Trümpfe. Da muss ich jetzt wirklich schon hoffen, dass mindestens mal Karo Ass und 10 durchläuft und möglichst auch noch Kreuz einigermaßen glatt steht. Ich vielleicht Pik vollen stechen kann. Also das wird kein Selbstläufer. Und wir sehen es hier auch im Aufschlagstich. Trumpf Ass wird noch geschont. Also einer hat natürlich 4 Trumpf dagegen und der geht da mit dem Ass noch nicht drauf. Und dann kommt ausgerechnet Kreuz. Also die Farbe sehe ich natürlich am ja, Karo und Kreuz sehe ich beide nicht gern, aber Kreuz ist noch das Schlimmste, weil ich da beide Luschen noch mit habe. Ich kann es mir aber jetzt hier im zweiten Stich mit meinen schlappen Trümpfen gar nicht erlauben zu schnippeln, dann ist mein Kreuz Ass wohl ziemlich sicher weg. Also mal hoffen, dass hinten vielleicht König oder 10 wenigstens fällt. Nee, ist nicht der Fall. Nur die Dame, gut, nützt ja nichts, nachdem jetzt die Gefahr ist, dass ein Kreuz abgetragen wird, muss ich auf jeden Fall erstmal Karo durchziehen. So, das hat wenigstens schon mal hingehauen. Damit habe ich jetzt 45 Augen liegen. Gut. Irgendwie brauche ich wohl noch meine Trumpf 10. Meine zwei Stiche brauche ich noch. Dann spiele ich jetzt lieber nicht mehr Trumpf, sondern gehe mit Kreuz raus. Und er steht zu dritt dagegen. Und auch das natürlich keine guten Nachrichten. Beide Pikvollen stehen dann hinter mir und können versenkt werden. Uah, jetzt wird es aber kriminell. Gut, hier die Chance für meine Trumpf 10. Die haut auch hin. 59 jetzt liegen. Jetzt muss ich natürlich Glück haben, dass der Kreuzbube idealerweise bei Spieler 2 steht, vor mir steht, sodass mein Pikbube noch seinen Stich machen kann. Oder so geht es natürlich auch, dass ich in Hinterhand komme, dass Spieler 2 hier nicht übersticht. Und damit macht mein Pik-Bube natürlich seinen Stich und hiermit gewinne ich das Spiel dann mit 63 Augen. Huh, das war jetzt mal eine schöne Kirsche, ein schlappes Ding und dann brauchst du eben so ein bisschen das Quäntchen Glück auch, um das Ding trotzdem zu gewinnen. Also 192 Punkte, die Geschichte geht weiter. Ich habe jetzt schon 850 Punkte nach 5 von 12 Päckchen. Also wenn es so weiterläuft, dann wäre es natürlich großartig. Dann kann das mein Ticket fürs Finale sein. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Wir müssen noch eine ganze Strecke Weg hinter uns bringen. Das nächste Päckchen. Ja. Ich könnte bei mir einen sehr dünnen Kreuz erkennen. Ich kann auch genauso noch einen sehr dünnen Null erkennen. Beide Spiele brauchen natürlich noch Verstärkung. Ich ziehe sie aber bis 23. Gerade so einen einfachen Pik, den ich gar nicht in der Hand habe, will ich mir natürlich nicht anschauen. So, nun kommt Grang aus Mittelhand. Ja, mal gucken. Vielleicht haben wir ihn ja so ein bisschen da auch reingezwungen. Erstmal 15 in Herz. Und dann nochmal 15 in Herz, denn die 10 kann ich stechen. Das sind schon 30 Augen, das ist die halbe Miete. Ich fürchte allerdings, dass der Alleinspieler jetzt es uns nicht so leicht machen wird, die zweite Hälfte auch noch einzufahren. Ah, erste Überraschung. Mein Partner hat auch noch den Karo-Buben. Also Buben sind raus. Wir stehen auf 36. Der Alleinspieler hatte nur den einen Buben. Kreuz 10 auch bei uns, 46. Ja, und da kommt auch noch das Pik Ass. Dann ist der Gang natürlich hinüber, egal ob ich Kreuz Dame liege oder Karo König. Jetzt haben wir schon 61. Das war dann also wohl doch ein wenig zu optimistisch hier mit nur einem Buben, wo ihm dann auch noch das Pik Ass und das Herz Ass fehlt. Gut, Herz 10 hat er hochgespielt bekommen, aber wurde von mir natürlich gestochen. Das hat also nicht ganz gereicht. 40 Punkte für mich, da will ich nicht böse sein. Pik Bube im Skat, das wäre für mich auch ein schönes Spiel gewesen, aber mehr konnte ich tatsächlich nicht reizen. Das ist dann wirklich mal gar nichts. Das ist zu dünn, da traue ich mich nicht zu reizen. Das schaue ich mir jetzt schön mal von der Seitenlinie an.
Und diesmal wird der Gang bei 20 gespielt. Okay, wieder 15 im ersten. Ich lege natürlich alles rein, was Beine hat. Also ich habe ein kleines Déjà-vu. Aber hier geht natürlich der Unterschied los. Karo 10 geht nach Hause. Und auch die Buben springen, wie sie sollen, links und rechts. Gut, dann ist das Spiel sehr glücklich für den Alleinspieler losgelaufen. Das wäre jetzt sehr überraschend, wenn wir jetzt hier noch um den Sieg mitspielen würden. Nein, er geht über die Dörfer. Ass, 10, Ass, Ass. Das heißt, dass wir hier gerade noch mal uns aus dem Schneider rauskämpfen können mit diesem Stich. Und damit haben wir 33 Augen. Und auch im letzten Spiel vor der Hälfte wird es nichts bei mir. Da kann ich wenigstens auch nichts falsch machen. Damit, wenn dieses Spiel vorbei ist, sind dann 6 Päckchen A3 Spiele hinter mir. 18 Spiele, die halbe Strecke habe ich dann geschafft. Ja, und es wird so oder so ein sehr guter Zwischenstand sein. Jetzt aber hier noch einmal Konzentration. Kreuz wird gespielt. Habe ich nur 2 Trumpf. Vielleicht hat mein Partner ja die Hand etwas voller. Ich treffe hier gleich die Stechfarbe. Das sollte es meinem Partner auch leicht machen. Alleinspieler zieht von oben und zieht von unten. Und mein Partner macht es gut, dass er hier noch nicht mit dem Pik Buben rauf geht, sondern mich erst nochmal ans Spiel lässt. 15 Augen. Ja. Man könnte Karo nachspielen, aber es kann natürlich auch gut sein, dass das Ass inzwischen blank steht und der Alleinspieler dann günstig das Karo Ass stechen kann. Ich versuche es jetzt lieber mal mit Herz, eine neue Farbe zu öffnen, vielleicht hinten meinem Partner die 10 frei zu spielen, das ist die Idee. Und das hat auch gleich geklappt. Herz 10 wird rausgenommen und mein Partner, der bietet jetzt Karo Ass an, das ist in Ordnung, er hat ja die Trumpfstärke und kann beurteilen, ob das eine gute Idee ist. Oh, Pik Bube fällt direkt, dann sind es wohl doch 6 Trumpf. Gut, meine Karo 10 erstmal rein. Oh, und jetzt kommt direkt Pik. Das wundert mich schon, kommt mir ein bisschen zu früh vor. Aber warum hat das gespielt? Weil er selber die 10 noch in der Hand hat. Das reicht uns dann. Das waren wieder 28 Augen plus diese schöne Wimmlung. Damit kommen wir einfach auf 65 Augen, einfach ein wenig zu dünn für den Alleinspieler. Da kann man dann eben sehen, selbst so ein Päckchen, wo an sich gar kein Material zu mir gekommen ist, an so einem Tag, wo es gut läuft, schnapp ich da noch 2x 40 Punkte, kann mich also nicht beklagen und liege jetzt also sehr, sehr gut auf Kurs. Da kommt das Ergebnis der Liste, 80 Punkte, 932 insgesamt. Können wir ja gerade mal einen kurzen Blick auf den Zwischenstand werfen. Gut, da bin ich jetzt erst 45. Das sagt aber ja natürlich noch nichts aus, denn anders als die anderen habe ich ja erst 6 Spiele oder erst die Hälfte gespielt. Der Führende hat im Moment 1700. Das versuche ich jetzt natürlich anzugreifen mit den nächsten 6 Päckchen. Ich habe jetzt hier einen Sprung gemacht in das 10. Päckchen, beziehungsweise nach dem 10. Päckchen. Die Luft war jetzt ein bisschen raus, also die letzten 4 Partien haben sich ein wenig gequält, sagen wir mal. Sie sind einfach nicht so gut weitergelaufen wie am Anfang. Das lässt sich auch, oder das kann ich auch nicht erwarten. Ich habe jetzt inzwischen 1414 Punkte liegen und es sind noch 2 Päckchen zu spielen. Das heißt, es kann natürlich noch ein sehr gutes Ergebnis werden. Zwischenstand in der Rangliste, inzwischen bin ich 10. Der Führende hat immer noch die 1730. Das ist also auf jeden Fall möglich, da vorbeizugehen, wenn jetzt in den nächsten Spielen alles zusammenpasst. Ja, da haben wir doch einen verheißungsvollen Ansatz in Mittelhand. Es könnte ein Herz werden, es könnte ein Kreuz werden. Leider komme ich schon mal nicht für 18 ran und auch nicht für 20. So, jetzt muss man sich schon ein bisschen überlegen, will ich das Risiko gehen? Ja, ich will das Risiko gehen. Es nützt mir nichts, hier mit den 1400 nach Hause zu kommen. Ich reize wenigstens auf Kreuz, aber auch 24
Lässt er mich nicht spielen? Gut, dann streiche ich hier erstmal die Segel, denn mit nur einem Ass in der Beikarte in Mittelhand, da müsste ich dann doch zu gut zufinden, zu viel Glück haben. Also ein Handspiel ist es nicht. Gegen den Karo. Wir nehmen raus, wir treffen aus der 10 zu dritt sein Ass. Bleiben am Spiel und dann können wir mal schauen, ob wir in Herz eine schwache Farbe erwischt haben. Nee, das ist nicht der Fall. Herz 10 wird gestochen und der Spieler freut sich über eine ganz, ganz gleichmäßige Trumpfverteilung. Ja, gut, dann kann er hier mit der Pik 10 rangehen. Da hat er ja ganz sicher noch den König dabei, vielleicht auch noch die Dame, wer weiß das. Hat wahrscheinlich dann auch noch ein Kreuz Ass in der Hand. Das wäre so das übliche Muster beim Fünftrümpfer. Können wir also nicht damit rechnen. Ja, gut, den Pik-Damen-Stich hätten wir vielleicht noch machen können, aber auch das war nicht der Fall. Also leicht gewonnen für Spieler 2 in Vorhand. So, jetzt soll mal ein bisschen was kommen und da ist es doch. Schaut euch das mal an. Das bringt doch das Skatspielerherz zum Hüpfen. Drei höchste Buben in Vorhand. Ass, 10 Lusche, Ass, Lusche. Jetzt auch noch für Passe das Spiel bekommen. Also da gehe ich jetzt aufs Ganze. Da spiele ich gleich mal den Grand Hand. Da denke ich auch gar nicht lange drüber nach, denn dieser Grand Hand hat riesige Chancen. Sie müssten jetzt schon alle fünf fehlenden Vollen nach Hause bekommen und das Ganze in vier Stichen. Das heißt, wenn Karo 2 zu 2 verteilt sitzt, Karo 9 also den Stich macht, dann können die Gegner gar nicht gewinnen. Und auch nicht, wenn ich nur einen einzigen Vollen erwische, dann können sie auch nicht gewinnen. Das müssten sie mal hier mal beweisen, dass sie diesen Grand Hand umbiegen können. So, natürlich ziehe ich den Buben. Da fliegt eine Karo Lusche. Okay, jetzt gucke ich mal, ob ich sofort gewonnen habe, weil Karo ganz artig verteilt ist. Das kann ich hier allerdings noch nicht behaupten. Karo 10 wird nicht mehr bedient von Mittelhand. Das heißt, wenn kein Karo im Stock liegt, hat Spieler 2 den König zu dritt dagegen. Ja, jetzt sollte ich wohl mal mit Kreuz oder Herz vom Spiel gehen, aber was sehe ich da? Ich tue es nicht. Ich gehe weiter über das Karo Ass. Habe es mir hier irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen zu leicht gemacht. Jetzt wird mir hier ein bisschen heiß ums Herz, denn es kann natürlich erstmal gewimmelt werden, 15 Augen, und da kommt doch schon wieder ein bisschen Erleichterung. Spieler 2 bietet schon Schenken an. Das ist natürlich sehr früh nach so ein paar Stichen. Und ganz korrekt, dass Spieler 1 auch sagt, nee, wir spielen hier mal weiter. Aber dann habe ich natürlich inzwischen wieder ein gutes Gefühl. Aber, oh Schreck, Spieler 2 haut jetzt den Ass auf den Tisch und es fallen gleich 21. Das sind jetzt schon 36, also das hat sich bisher noch nicht so wohlwollend entwickelt. Und jetzt kommt auch noch Pik König auf den Tisch. Unangenehm für mich, denn da habe ich gerade diese bestellte Lusche, wo ich mir gerne natürlich die 10 angeln würde. Jetzt habe ich aber schon den Verdacht, dass die Pik 10 hinter mir steht. Und der König, das Bild, könnte natürlich eine entscheidende Karte sein. Den nehme ich lieber raus und spiele dann die Lusche zurück. Hoffentlich fallen dann da nur 10 Augen. Nein, es fällt auch noch das Bild. Uiuiuiui, 49 schon liegen und ich habe noch diese Kreuz-Lusche im Blatt. Also wenn dann jetzt hoffentlich. Oh nein, da ist es passiert, da ist es passiert. Schaut es euch an. Die Jungs haben mich ja, düpiert, die haben es fertiggebracht und alle fünf wollen nach Hause gebracht mit den Bildern. Es ist ja nicht zu fassen, da verliere ich hier dieses Riesenspiel. Leute, wer hat jetzt mal ein großes Stück Kantholz? Das ist ja zum Heulen, das ist zum Mäusemelken. So einen schönen Zwischenstand habe ich mir jetzt hier gerade ruiniert mit minus 240 Punkte. Und was am schlimmsten ist, ich habe es ja auch noch selbst verloren. Ich darf ja nicht das Karo Ass mehr hinterherziehen. Ich muss Kreuz oder Herz Lusche rausspielen, dann mache ich es doch den Gegnern viel schwieriger, alle Vollen nach Hause zu bekommen. Das können sie wahrscheinlich dann gar nicht lösen. Also da habe ich einmal die Deckung nicht richtig hoch gehabt, einmal zu Larifari, Wischiwaschi gespielt und dann ist es wieder wie beim Skat. Du wirst sofort dafür bestraft. Eine richtig schöne Klatsche. Ah. Ja, jammern hilft nichts. Runterschlucken, weiterspielen. Die Liste ist natürlich gelaufen. Ich bin natürlich jetzt auf Zinne und das heißt, in Spiel 3 kenne ich jetzt natürlich keinen Erbarmen. Der Ansatz ist
gar nicht so doll, aber den ziehe ich jetzt natürlich auch hoch. Guckt noch rein. Ich muss es jetzt wieder rausholen, die Punkte. Und das ist natürlich gar nicht so leicht. Aber mit dem Herz Ass immerhin eine gute Karte gefunden. Zum Grang, wie drücken wir ihn jetzt? Verschiedene Varianten sind möglich. Sicher kann man auch Kreuz König mit runterdrücken. Aber bei der 24er Reizung, wenn Kreuz auf den Tisch kommt, kann das auch nochmal eine Stehkarte werden. Und auch das Herz Dame einen Stich macht, ist ja alles andere als sicher. Ich entschließe mik jetzt hier also, Herz Dame und Pik Lusche zu drücken. Ja, und dann nochmal diesen Grang hier durchzuziehen. Okay, aber letztendlich, das nützt mir alles nichts mehr. Die 240 Miesen hole ich nicht mehr auf. So, nun gucken wir mal, was hier noch passiert. 3 und 15 macht 18. Eingespielt ist ja schon mal nicht schlecht. Hätte schlimmer kommen können. Dann sitzen die Buben allerdings zusammen. Gut, haben wir 22. Gehen wir über die Dörfer. Herz Ass 33, Herz 10. Ja, wunderbar. Läuft mit König Lusche auf 47. Jetzt würde ich natürlich gern umdrücken. Herz Dame wieder ins Blatt nehmen, dann wäre das Spiel gewonnen. Geht aber nicht. Also weiter gucken. Sitzt Karo auch 2-2, wo ich die Lusche noch oben habe? Nee, das ist natürlich wieder genau nicht der Fall. Da kommt ein Widerstandsnest und sticht mir die Karo 10 ab. Ja, und jetzt stehe ich natürlich genau erst auf 47. Das heißt, nur ein Voller ohne Bild hilft mir nichts. Ich sitze auch in Mittelhand, kann mir das nicht genauer anschauen. Pik 10 lasse ich nochmal fallen, aber was mache ich denn jetzt mit dem Pik Ass? Ja, jetzt hänge ich hier einigermaßen wehrlos. Wenn ich Pik Ass auch noch Kreuz abschmeiße, kommt danach garantiert ein Kreuz Voller auf den Tisch. Das ist zumindest meine Annahme. Gut, vielleicht hätte ich es doch versuchen sollen, denn jetzt habe ich nur 60 und jetzt braucht der Kreuz König noch einen Stich. Aber wo soll dieser Stich herkommen? Ja, da hätten sie jetzt auch wirklich einen üblen Fehler machen müssen, Bock schießen müssen. Das haben sie nicht getan. Ja, wenn ein Unglück passiert beim Skat, wenn du dann auf Zinne bist, dann verlässt dich auch das Gefühl und das Glück. Jetzt habe ich mir also gleich noch einen Grang hinterher durch die Nase reingezogen. Minus 436, das ist natürlich eine ganz bittere Kiste, insbesondere wo ich so lange gut im Rennen lag, auf 1400 nach 10 Päckchen so aussichtsreich gestartet. Und damit war es das natürlich, damit ist diese Liste nichts geworden. Ich weiß gar nicht genau, was im letzten Päckchen noch rausgekommen ist. Ich glaube, da habe ich mir auch noch Minuspunkte reingezogen. Komm, Moment, können wir einfach nochmal gucken, was ist da im letzten Päckchen passiert. Ja, nach 12 von 12 Spielen nochmal 66 Minus, also hör dann mit schlappen 912 auf. Ja, da kann man nur sehen, es ist ein hartes Spiel, es ist ein hartes Turnier. Diese Liste hat mich also noch nicht dem Finale näher gebracht. Ich bleibe aber am Ball und hoffe, ihr tut das auch. Wünsche euch wie immer gut Blatt und noch viel Spaß beim Skat.